Ihr schaut ein Level TV mit dem Packard Bell DOT-A Netbook, 11,6 Zoll Bildschirm, AMD K 125 Prozessor. Hier seht ihr gerade ein 1080p Video, wie es abgespielt wird. Wir haben die von Acer bekannte Floating Keyboard Tastatur. Das Touchpad ist einfach schrecklich. Man kann momentan noch nicht richtig mit der Maus umgehen, denn es reagiert schon, wenn man nur mit dem Finger drüber geht. Man muss es gar nicht berühren. Die Maustasten sind auch noch nicht ideal. Das wird aber hoffentlich noch ausgebessert. Wir haben hier drei sehr, sehr helle blaue LEDs, die die Statusanzeige anzeigen von WLAN, Batterie und an. Dann haben wir hier noch einen Power-Knopf natürlich. Hier nochmal drei Status-LEDs. Und zu den Eingängen. Auf der rechten Seite haben wir ein Kopfhörer-Mikrofon, zwei USB, Kensington und Netzwerkeingang. Dann haben wir auf der linken Seite einen USB-Eingang, Lüfter, HDMI, Strom und VGA-Ausgang. An der Vorderseite natürlich nichts. Grundsätzlich, das Gehäuse ist fast das gleiche wie beim 1551 von Acer. Das Display kann man auch schön weit nach hinten kippen, fast 180 Grad. Akkugröße verrate ich euch gleich im englischen Video. Und ja, wenn wir das Ganze zuklappen, wobei, nee, zeige ich euch zuerst mal hier noch die Benchmark-Daten. Und zwar haben wir zuerst mal 1366x768 Auflösung. Da ist natürlich ein 13 Zoll Bildschirm ist, 3,3 im Windows Experience. Hier seht ihr, wir haben 2 GB RAM eingebaut, DDR3. Und ja, mit der Maus kann man hier wirklich nicht zurechtkommen. Die springt einfach hin und her. Hoffentlich wird das noch ausgebessert. So. Hier sind die ganz genauen Daten. Und wenn wir das Ganze zuklappen, von außen haben wir eine Wellenoptik drauf. Hier natürlich das schöne Packard Bell Logo, Metall-Look. Und an der Unterseite, wie auch beim Acer, man kann RAM, Festplatte und so weiter ganz easy austauschen. Und ja, Akkugröße kommt noch für MDevil TV, das Ballerstrahl mit dem Acer Aspire, mit dem Packard Bell DOT-A Netbook, das demnächst in Deutschland erscheinen wird, 1080p fähig und wahrscheinlich sehr teuer. Vielen Dank.